In Ordnung. Jetzt sind wir angeblich live. So, ein bisschen Verspätung heute. So, erstens ein Aufruf an einen Martin Volkmann mit K geschrieben. Hinter L aus Berlin-Mörs müsste circa ja, gib das Scheißding aus, Mann! Nochmal. Jetzt erstmal hallo auf Twitch und auf YouTube. Heute ist der Wurm drin in den Scheißtechnik hier. Erstmal ein Aufruf an einen Martin Volkmann aus Berlin-Mörs. Müsste jetzt circa 70 Jahre alt sein. Er hat mit einem Jürgen Kronert von 1984 bis 1989 in anderen Umständen zusammengewohnt und er möchte sich gerne bei mir melden, wenn ich live bin, im Chat, wenn möglich, auf YouTube in den Kommentaren. Der Jürgen Kronert möchte gerne wieder Kontakt haben. Das heißt, wenn einer deiner Verwandten oder du selber das hier sehen oder hören tust, melde dich bitte. So, das war's dann. Dann gehen wir erstmal weiter. Jetzt müssen wir mal den Auftrag machen. Nehmen wir auf das Schlupf. Da haben wir schon angenommen. So. Ja, Leute, das war der Aufruf. Wir machen jetzt weiter. Jetzt dauert es mir eine ganze Weile hier, bis man hier fertig ist. Mit diesem Auftrag. Nox? Ich nehme normal. Da ist ein Knopflose an deiner Jacke. Stimmt. Ach. Was zum? Irgendwas stimmt nicht. Weiter. Mann, ey, es ist heute zum Kotzen! Wieso hängt sich das jedes Mal auf hier? Handy.
jetzt nicht. Weiter so, Nord. So. Ha, perfekt. Da haben wir das schon mal hier. Zum Lesen. Der Nebelwald. Westlich des Malaki-Hügellands liegt der Nebelwald. Ein Hain, der unabhängig von Tagzeit und Witterung in Nebel gehüllt zu sein scheint. Verlässt man bis Chocobo Ranch und folgt dem Pfad in den Norden, gelangt man zunächst in eine seltsame Anordnung von Felsen, die den Eingang zum Wald säumen. Je tiefer man sich hineinwagt, desto dichter wird der Nebel. Die alten Blechhütten erinnern noch immer daran, dass die russische Armee diesen Ort vor langer Zeit als Trainingsplatz für die Ausbildung junger Soldaten nutzte. Aha. Okay. Ausbildung junger Soldaten. Deswegen auch der Zaun. Da, Hütten. Nebelauge. Na los. Komm, müssen den jetzt verfolgen. Komm, schneller. Auf geht's. Na komm. Er hat Auge und Horn sicher im Kampf verloren. Dann attackieren wir ihn also von rechts, aus dem toten Winkel.
noch irgendwo was? Guck mal gleich mal. Uah. Okay. Nein! Was passiert, Junge? Nicht deine Übung nur machen. Doch mal was anständiges her, was ich gebrauchen kann. So, haben wir hier noch irgendwas? Steht doch nicht im Weg rum, Leute. Lasst Vorsicht walten. Schlüsselspeicher. So. Da ist er. Greifen wir an. Noch nicht. Er scheint auf dem Weg zu seinem Nest zu sein. Finden wir erstmal unbemerkt heraus, wo das liegt. Verstanden. Zeit zum Schleichen. Folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn aus den Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Da ist er. Huch! Ja. Das ist ein Felsen, an dem man sich nicht anlehnen kann. Schnell hier rüber, komm. Nein! Halt doch die Klappe. Naja. Das läuft doch komisch, der Junge. Wie ist das? Läuft doch hier lang. Die Elefantspiepe. Wie läuft denn der? Den verarschen? Da, da, da. So, was muss da eigentlich? Da. Okay, du hast nicht mehr das Versteck erreicht. Zwänge dich durch die Felsspalten und betritt die Ruinen. Okay. Dann klatschen wir den mal weg. Wird schwer, aber ist egal. Wie seid ihr schon durchgekommen?
Konto. So viel dazu. Hab ich ja schon, okay. Zack, so. La 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 la. Nebelauge, ich komme. Mann, was für ein Brocken. Das könnte heikel werden. So. Mir ist gerade aufgefallen, ist das bei uns nicht genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam kämpfen. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. So, dann gehen wir mal zurück. Jetzt mal ans Rechnen. Alter. Musst du mal alles kaputt machen? Ich reite los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Kann man jetzt irgendwie... Dein Aufruf ist raus. Heil angekommen. Können wir nur warten. Ah, tut gut, mal nicht töten. Bin ich an, Chocobo. Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei den Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Alles klar. Ihr habt also Nebelauge zur Strecke gebracht. Potzblitz! Im Namen meiner Chocobos möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wirklich tausend Dank. Können wir jetzt reiten? Aber klar doch. Für euch stehen ab jetzt immer Chocobos bereit. Ein Glück seid ihr wohl auf. Hab mir schon Sorgen gemacht. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Hurra! Komm, lass uns gleich welche mieten noch. Junge, übertreib doch mal nicht. Die Chocobo-Vermietung ist nun verfügbar. An Chocobo-Verleihautomaten kannst du dir einen Chocobo mieten. Geil. Und du? Womit kann ich heute dienen?
Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Oh Gott, keine neuen Informanten. Hunger? Informationen. Was darf's sein? Diese Biester machen uns schwer zu schaffen. Das Ende der Tyrannei. Nebelwald. Tyrannenbeermo. Aha. Da krieg ich mal einen Goldreif. Ah, geil. Naja, das war nicht. Schaut mal wieder vorbei. Ja, ist mal pennen. Warte mal. Da, 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 da. Recht schönen Tag. Rückenbusalon. Der Junge? Oh, wo ist das? Schokobo-Fütterung. Füttere dein Schokobo beim Zelten mit Grünzeug, um ihn vorübergehend mit positiven Zusatzveränderungen zu stärken. Die Futtermittel haben alle unterschiedliche Wirkungen. Jetzt verkaufen wir erstmal. Nein, ich werde wohl nachher nach dem Essen loslatschen müssen und dann nochmal Geld überweisen. Drillhorn, so ein gutes Drillhorn. Macht die Drillhorn nicht für irgendwas? Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, ja, sehr gut. Nee, gut schlafen. Oh, ey. Ab ins Bett. Vor allen Dingen kriegen die alles mit, ja, wa? Das Foto ist gut. Hm? Nicht wahr? Finde ich auch. Ziemlich cool. So, seid ihr oder ein neues Fragezeichen? Warte mal, Aufgaben. Kuschnohaar. Glaswehre. Kaktonnadel. Dynamo. Himmelssphäre. Kann man auch nicht hin? Nicht die Bohne.
Parkplatz. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. So. Ja, da nehme ich zwei Missionen, die machen wir gleich mal. Da eine Tankstelle müsste eigentlich. Ja. Hört dann wieder den Hund. Wie wär's mit einer Pause? Oh. Also mein Sohn heute. Also. Hallo, ich bin weiterhin auf der Suche nach Erkennungsmarken. Falls ihr unterwegs welche findet, dann bringt sie mir bitte. Yep. Kann man das hier nicht bewegen? Danke. So, du musst ja da oben sein. Rösche. Nanu, Nanu, ihr schon wieder? Ihr habt also den Wert meiner Forschung erkannt. Oh, wie nett von euch. Was? Also, ich für meinen Teil... Alles klar. Eure nächste Aufgabe hatte ich freundlicherweise eh schon vorbereitet. Gute Reise. Darf ich klatschen? Na komm. Die Sabbeltante lässt einen echt nicht zu Wort kommen. Ja. Schokobo-Verleih, wenn du einen Schokobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb der bezahlten Mietdauer jederzeit unter Erkundung im Gegenstandsmenü herbeirufen. Die Schokobos kehren bei Ablauf der Mietdauer von alleine zum Schokobo-Verleih zurück. Falls du gerade auf einem reitest, wenn die Zeit abläuft, kehrt er zurück, sobald du absetzt.
Mit dem Schokobo lassen sich in der Regel alle begehbaren Wege bereiten. Wenn sich dein Schokobo von vorm Weitergehen sträubt, dann steig besser ab und lauf zu Fuß weiter. Ich denke, 7 Originaltage, nein, 7 Spieltage. Also wenn ich hier nämlich schlafen gehe, ist ein Tag vorbei. Boah. Seltsamer Zeitvertreib. Rum jetzt. Und Ignis bleibt draußen stehen oder was? Wir sind viel zu spät dran. Willkommen im Krähennest. Was darf's heute sein? Wir brauchen ein paar Informationen. Was darf ich bringen? Was ich doch nicht, Mann. Leck doch nicht so. Das Schiff hat noch hier Mittagbrot, hier soll immer. Okay, ich beeil mich. Ja, du kannst mitten in der Aufnahme rein. Mit denen schlagen wir uns rum. Danke, man sieht sich. Sollten langsam ins Bett, hä? Jetzt ist der Schokobo natürlich weg. Höchst befremdlich, Noct. Doch nicht voll tanken, mein Gott. So viel heute. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's.
bisschen hier abbauen, die Missionen. In Lestalium haben wir da noch Missionen. Weiß ja nicht, dass er das Gebiet nachher wohl der Greif angreift. Und dann irgendwas runterschlagen müssen. Ignis, halt mal an. Verstanden. Also los, Bewegung. Was soll ich nur machen? Ich kann das Auto doch nicht hier lassen. Bitte. Ein Glück kann ich wieder fahren. Ha, wir sind unschlagbar. Ah, frischer Führerschein. Ich weiß nicht, was macht denn der am Rad? Der muss doch seine Mutter reparieren. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Gar nicht mal schlecht aus, die Parkplätze hier. Da wären wir also. Die Jagdsaison ist eröffnet. Warum denn hier noch rum, ey? Nicht nachlassen.
Jetzt war da mal Ruhe hier. So ein Glück. Wir haben sie. Mein Gott, wo steht denn der scheiß Regal? Ich sehe nix. Hallo? Na dann, sehen wir uns mal um. Spiel ist aus. Dank dir. Gerne. Führe für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Okay. Komm, mache. Weiter geht's. Ja. Nicht schlecht noch. Halt mal, halt doch mal.
drüben. Echt, ey. Auf, du darfst ihn nicht verletzen. Mein Magen knurrt. Wann? Hab einen! Oh Gott. Was hier wohl anbeißt? Letzte Woche geht mir um Sekunden. Oh Mensch, Mutti, halt doch mal die Klappe. Oh. Was ist der eine scheiß Frosch hier, Mann? Kion. Junge! Wo ist das Dreckvieh? Noct, du hast den Knopf ja immer noch nicht angenäht. Ah, hab ich total vergessen. Sobald wir Rast machen, gibst du mir die Jacke. Verstanden? Ja, Mama. Licht an! Ja.
soll das Dreckvieh sein? Ihr könnt noch mal sammeln, ihr Vögel. Hey, nicht zerquetschen, ja? Um solche Frösche hat Dr. Jäger uns gebeten. Licht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja, bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. So, erste Mission. Jetzt noch zu die Alte hoch hier. Das ist heute Feierabend, ey. So ein Kulder bitte. Kostenmeister labert meine Mutter noch da draußen rum, ey. Oh, das ging schneller als erwartet. Zeit ist Geld. Ja, ja, ihr wisst Bescheid. So. Ah, so kommt er nicht hoch. Meine Fresse. Ab ins Bett. So, 24, ist doch schön. So macht man das. Ein richtiger Herzensbrecher. So. Hey. Na? So. Das war's für heute. Guckt den Anfang des Videos. Also ein kleiner Aufruf an jemanden, der von jemandem gesucht wird. Ansonsten freue ich mich, euch das nächste Mal wieder zu sehen. Zu hören. Schreiben. Was auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Feiertag. Haut rein und tschüss.